Hi Leute und willkommen zurück zu unseren Byzantinern. Ja, ich habe jetzt mal wieder ein paar Parts aufgenommen gehabt. Jetzt muss ich mich mal wieder reindenken. Ich habe gerade eben schon so ein paar Sachen durchgeguckt. Ich denke, wir sind gerade in einer ganz guten Situation. Ja, unser König, Kaiser Johannes, der wird hier erstmal Er bleiben erteilt mir einen in Befehl. Adana und hier die Ostgrenze des Reiches schützen, die neue eroberte Ostgrenze. Vielleicht werden wir über kurz oder lang ein paar Truppen hier aus Trapezunt abziehen, was wir auf jeden Fall mal machen können, weil unsere finanzielle Lage ja immer noch nicht so top ist. Ich würde gerne diese Akontistei mal auflösen, weil ich bin ja eh nicht so wirklich der Fan von denen, muss man ja mal sagen. So, und dann haben wir nämlich hier gleich wieder ein paar mehr Einnahmen. Ist jetzt natürlich nicht so viel, waren ja, glaube ich, gerade 4 oder 5 Einheiten mit 60 Unterhalt, klar. Aber die können wir uns, denke ich, gerade ganz gut sparen, obwohl wir hier drüben mit den Kiewer Russia im Krieg sind. Aber das sollte ja kein ernsthaftes Problem sein momentan. Genau, Eure ansonsten Befehle. möchte ich mal ganz kurz gucken. Haben die einen Hafen hier irgendwo? Vermutlich nicht, wie es aussieht. Das ist ganz ordentlich. Damit können wir dann leben. Das ist nämlich dann gar nicht so schlecht. Also wenn die hier keinen Hafen haben, dann. Ah, doch, da unten haben sie einen. Ja. So, dann wird man den jetzt erstmal gleich Wir kontrollieren den blockieren. Zugang zu diesem Hafen, Herr. Ich denke, das ist im Sinne des Senats einfach, dass wir sagen können, wir können hier ein bisschen uns verteidigen gegen die. Das ist ja eine Verteidigungsaktion, mehr oder minder. Und einfach darin auch absichern, dass die keine neuen Schiffe bekommen. Das denke ich im Sinne von uns allen. So, ansonsten, ja, werden wir nächste Runde mal Sind wir im abwarten. Dann Feind, können wir Herr? nämlich Strategios Wem stehe ich Mystikos hier gegenüber? mal verschiffen. Denke, das ist die Sache, auf die wir als nächstes mal warten sollten. Warum haben wir hier eigentlich ein sinkendes Bevölkerungswachstum? Werden wir mal hier ein Backhaus bauen. Und in Caesarea, hier drüben, bauen wir dann mal noch die Farm aus, die Farmgemeinschaft aus. Genau, hier bauen wir das Wirtshaus, das ist ganz gut wegen der Zufriedenheit hier. Und dann haben wir eigentlich überall ein ganz ordentliches Bevölkerungswachstum, glaube ich. Also zumindest von 0,5 oder mehr. Zufriedenheit passt eigentlich auch soweit. Hier dieses Gebäude wird ja gebaut. Gibt ja auch nochmal plus 5% Rechtssicherheit hier in Artha. Ich Gebt denke, da den können wir ganz Befehl, gut mit leben. meine Herren. Ja, Friedensvertrag, da ist ja immer noch nicht so wirklich möglich, muss man sagen. Aber Eure gut, ich Majestät. denke, es sollte trotzdem passen. Marschiert. Wem Die stehe ich Einheit, stimmt, gegenüber? die würde ich ja gerne hier mal noch irgendwie reinnehmen, aber vielleicht schicken wir die irgendwann mal noch Eure zusätzlich Befehle. rüber. Könnt ihr nicht einmal Freund Da und sind Feind keine unterscheiden? Truppen drauf. Könnt ihr nicht einmal Freund und Feind? Da sind Verneidet auch ihr keine den Armeen drauf, Feind? das ist ganz gut. Dann Ja, können mein wir Herr. vielleicht jetzt mal kurz noch hier runter, wobei. Ich will es eigentlich gerade nicht machen. Nicht, dass wir hier noch unsere Flotte durch irgendeinen dummen Zufall Wenn verlieren. ihr uns Ist auch loswerden nochmal ein wollt, Schiff. müsst ihr etwas anderes Weil das ist jetzt unternehmen. ja richtig wichtig, dass wir jetzt hier mal rüberkommen. Auf Sizilien dann mit unseren Truppen. Das würde ich eigentlich schon ganz gerne mal so machen. Ansonsten, hier gehen wir mal noch hin und rekrutieren mal noch ein paar weitere Einheiten. Denke ich mir. Wo gibt es denn noch? Ups. Jetzt geht's wieder. Ja, hier die Bogenschützen können wir rekrutieren. Genau. Und das Feuerboot hier und die Tromone rekrutieren wir auch mal. Nochmal zwei weitere Schiffe für den Kampfeinsatz. Sehr gut, okay. Dann beenden wir mal kurz diese Runde. Unser Kaiser Johannes ist mittlerweile übrigens auch schon relativ alt, muss man sagen. 61, glaube ich. Bin mal gespannt, ob es noch bis zur nächsten Senatssitzung durchhält. Wären ja dann immerhin, wäre das ja dann schon die dritte Senatssitzung, glaube ich, oder vierte? Ne, die dritte, unter seiner Herrschaft. Wäre ja schon recht rekordverdächtig. Jetzt bin ich mal gespannt, was Frankreich Hallo, will von uns, einen wir brauchen hier auch Waffenstillstand. die nötigen Ich denke, das können Verschaffungen. wir Bitte annehmen. verschaffen. Wir hören euch zu. Ein Okay, vernünftiger denn das Rat, Herr. Handelsabkommen auch. Wir Einfach unsere werden von Ihnen Beziehungen hier hören. zu Frankreich wieder ein bisschen verbessern, weil so ein wirkliches Interesse an dem Krieg gegen Frankreich haben wir ja Stand momentan eigentlich nicht, würde ich mal behaupten. Oh, ich habe da ein bisschen Angst, was die Venezianer angeht, ob die uns da vielleicht angreifen könnten. Das sollte man mal dringend hingehen und nochmal ein paar Einheiten rekrutieren hier drüben. Was sind das denn für Truppen? Ja, der hat Ich schon werde euch einiges. ehrenhaft besiegen, Rekrutieren wir hier Edler gerade mal 4 Einheiten noch.
Einfach falls er hier doch angreifen sollte. Und auch in Nikea. Ich weiß, das sind jetzt auch wieder schon wieder Ausgaben hier, blöderweise. Aber ich denke, das ist ganz wichtig. Baubericht. Arta ist die Ortswache fertig, das gefällt mir. Ich denke, mehr müssen wir hier momentan dann nicht machen. Trapezunt ist die Burg verbessert worden. So, jetzt möchte ich hier mal gucken, wie... Oh, 300 Gold pro Runde, das ist natürlich ordentlich bei 2400. In 8 Runden ist die Sache dann hier bezahlt, sobald es gebaut ist. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann wird man wahrscheinlich hier auch bald noch den Hafen bauen oder so, da muss man mal noch gucken. Und Sofia ist die Mine auch fertig. Sehr schön. Gut, das gefällt mir. Ich glaube, hier können wir mal die Rodung jetzt im Anschluss mal reinnehmen. So, unsere Kriegsschiffe. Genau. Eure Befehle. Was haben wir denn jetzt hier? Die venezianische Flotte. Ich glaube, die können wir gerne mal kurz angreifen. Mal gucken, wo sich die jetzt zurückgezogen haben. Da ist noch eine französische, aber die mit denen sind wir jetzt ja wieder im Frieden. Was wollt ihr von mir? Keine Truppen auf dem Schiff. Ja gut, dann können wir das, glaube ich, mal gerade so stehen lassen. Ah, hier haben wir ja unsere große Flotte im Moment. So, komm du mal da hin. Dann setze ich euch mal da drauf. Ich denke, hier können wir problemlos mal losschippern. Also wenn die Flotte versenkt wird, dann haben wir es echt verdient, dass sie versenkt wird, weil das sind ja schon einige Schiffe. 1, 2, 3 Runden bis nach Sizilien. Sehr schön. Admiral Marcianos hat ein +1 Kommando zur See bekommen. Dann haben wir hier den Friedensvertrag, Bündnis zwischen Heiligen Römischen Reich und Aragon. Okay. Beziehung verschlechtert mit Venedig. Ja, das war eigentlich fast schon klar, würde ich behaupten. So, wie gesagt, die andere Einheit da, die Bogenschützen, die schiffen wir irgendwann mal rüber. Ah, schön zu sehen, dass wir hier noch was töten können auf unserem Weg. Wir hätten natürlich auch hier oben noch die sizilianische Armee von Guido de Calsauria angreifen können. Aber ich sehe das jetzt einfach mal so, solange die da oben rumstiefeln. Ich glaube nicht, dass die uns unbedingt angreifen. Und selbst wenn, wir haben hier in Durres und Skopje einiges an Truppen. Von dem her können die da ruhig bleiben, wo sie gerade sind. Und wir schlagen dann jetzt hier diese Schlacht gegen Hauptmann Lamberto. Zweimal muslimische Bogenschützen, dreimal städtische Sperrmiliz, einmal Speerträger-Sergeant und zweimal berittene Sergeant. Ja, das sollten wir schaffen. Strategos Mystikos ist ja mittlerweile auch schon ein recht erfahrener General, obwohl er ja noch sehr, sehr jung ist. Aber man nennt ihn ja auch den Helden von Durres. So wurde er ja auch in der letzten Senatssitzung genannt. Für sein tapferes Kommando bei der Schlacht um Durres. Oder Durazzo, wie auch immer man das gerne hätte. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie stellen wir uns am geschicktesten auf. Ich denke, wir stellen uns erstmal so ein bisschen hier hinten auf. Die nehmen wir jetzt als 2 rein, die hier als 3. Ich hoffe, wir werden irgendwann auch mal vernünftige Nahkampfinfanterie noch rekrutieren können. Also besseres als diese Akritä da. Also nichts gegen die Akritä. Ich finde die eigentlich gar nicht so blöd, aber sie sind halt im Nahkampf nicht so wirklich zu gebrauchen. Sind unsere Skutatoi momentan einfach effektiver. Und das wäre echt schön, wenn wir dann mal noch vernünftige, schwere Nahkampfinfanterie bekommen. Natürlich bekommen wir die irgendwann, aber... da gibt es ja diese Einheiten, die wir auch bei Johannes drin haben in der Armee. Aber ich meine, die sind mir fast ein bisschen zu schwer, die Einheiten. Muss man sagen. Einfach so gute mittlere Infanterie, würde ich sagen. Schwertkampfinfanterie, das wäre ganz schön, wenn wir da in der Richtung was machen würden. Und jetzt rückt unsere glorreiche byzantinische Armee hier wieder vor. So, wie weit rücken wir eigentlich vor? Wir beeilen uns jetzt hier mal kurz ein bisschen. Dass wir es auch rechtzeitig vorschaffen. So langsam aber sicher wird das Wetter richtig eklig. Unsere armen Soldaten hier. Aber
die Sizilianer sind ja sowieso vollkommen unchristlich. Wie kann man sich nur mit Muslimen verbünden? Mit diesen muslimischen Bogenschützen hier, wie kann man nur als ehrbare christliche Fraktion so einen Frevel begehen? Schaut euch unsere Armee an. Die glorreiche Armee. So, und jetzt gibt's die erste Salve für diese Ungläubigen. Und da fallen die ersten. Unter diesem Pfeilhagel der römischen Bogenschützen. Sehr schön, die erste Einheit da drüben fast vernichtet. Nur noch 57 Mann, hier noch 91 Mann. Bald würde ich ganz gerne mal auf die städtische Sperrmiliz schießen. Wir haben bisher noch keinen einzigen Mann verloren. So. Jetzt entsende ich mal unsere Infanterie nach vorne. So. Okay, die Bogenkavallerie zieht sich hier hinten nochmal zurück. Hier auch. Sehr schön. Greifen wir mal an. So, auf der anderen Seite hätte ich gerne auch mal meine Kavallerie hier außenrum schon mal geschickt. Die Schlacht steht zu unseren Gunsten. Wenn wir standhaft und aufrichtig bleiben, ist der Sieg unser. So. Oh ja, da vorne, die Bogenschützen flüchten bereits. Ich glaube, das wird eine schwere Niederlage für unsere Feinde. Nur die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Muslimischen Bogenschützen kommen jetzt hier auch. General, dieser Feigling, flieht! Vorwärts und brecht den Kampfgeist seiner Armee! Angreifen, so. Dann können wir hier mal den Schussbefehl unserer Bogenschützen rausnehmen. Ich denke, das ist jetzt nicht mehr relevant. Wir haben 1% unserer Armee verloren. Hier sieht man mal wieder die Stärke unserer Byzantiner. Langsam wird es auch Zeit, dass wir diesen Sizilianern zeigen, was es bedeutet, sich mit Byzanz und mit den Römern und Griechen anzulegen. Spätestens dann, wenn ihre letzten Provinzen in Italien oder ihre Provinzen in Italien und in Sizilien fallen, also in Süditalien und in Sizilien, spätestens dann werden sie es bereuen, sich mit uns angelegt zu haben. Genauso wie der Papst in Rom. So. Von diesen 1000 Gegnern übrigens, gell, haben wir jetzt schon 530 Mann gefangen genommen. Der Rest liegt erschlagen auf dem Schlachtfeld. So, wir haben eigentlich das Ganze schon gewonnen. Ups. Ja, ich wollte eigentlich beenden drücken, weil es sind nur noch ein paar Sergeants, die da wegreiten. So. Ja, genau, also fast Hälfte, Hälfte. Die eine Hälfte getötet, die andere Hälfte gefangen genommen. Das habe ich leider nur vor der Schlacht so vergessen, mal zu gucken, wie denn unser... Ah, okay, wir müssen gar nicht die Gefangenen umbringen, die kamen hier einfach nicht raus. Dann gibt es auch kein Lösegeld oder wie auch immer, wenn die hier so eingekesselt waren. Aber bin ich gar nicht so böse drüber. So, und das Schöne ist, wir können hier unten schon landen in Sizilien. Das gefällt mir. Sehr, sehr gut. Ich denke, das sollte unser erstes Ziel sein. Das habe ich letztes Mal schon begründet. Wenn wir dann hier Sizilien, diese beiden, Palermo und Syrakus, erobert haben, lassen wir ein paar Truppen hier. Und dann kommt ja auch noch diese andere Armee hier von Andronikus der Silberzunge.
Und die könnten wir eigentlich dann ja hier unten landen, dann gucken wir mal, mit welcher Armee wir dann da oben angreifen. Ich denke, Strategius Ja, mein Mysticus Herr. wird diesen gesamten Feldzug leiten und Andronicus, die Silberzunge oder auch Andronicus Komnenos wird dann hier unten Sizilien verwalten. So, dann, wir haben jetzt natürlich hier unten Runter vom keine Schiff, Aufklärung, sofort. das ist auch klar, Wem aber stehe ich ich denke, gegenüber? wir sollten das hier gut schaffen. Und ihr seht jetzt drei Einheiten hier in Wir schicken Syrakus. sie in die Hölle. Marschiert! Früher oder später werden sie aufgeben, mein Herr. Ja, gut, wunderbar. Wann sollen wir die? Ja. Greifen auf euer Und noch Zeichen ein an! Schiff versenkt oder auch nicht, das kann wieder Unsere flüchten Flotte war und doch den siegreich. Hafen Gebt den umstellen. Befehl! Sehr schön. Wohin soll es gehen, Herr? Wir sind Untersuchen wir momentan auch euch nicht dort. wirklich viele Armeen, das muss man mal Wohin sagen. ihr Also, wollt. wie es aussieht, sind viele, viele Sizilianer auf Kreuzzug gewesen. Oder im Kreuzzug gefallen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich denke, hier könnten wir mal noch einen Priester rekrutieren. Hier lohnt sich das ganz gut. Hier haben wir schon einen. Ja. Gut. Bin ich gerade ganz zufrieden. Wir machen auch einiges an Geld. Gerade geht's eigentlich. Ich denke, wir beenden jetzt mal hier die Runde. Oh, und wir werden jetzt in Durres angegriffen. Mal schauen, ob der verteidigende Das ist Hauptmann nicht sich gut, hier wehren Herr. kann. Unsere Feinde belagern uns. Königreich Dänemark kommt zu uns. Mit denen hatten wir bisher noch keinen diplomatischen Kontakt. Handelsrechte, natürlich. Ist ja auch Senatsauftrag, mit allen Katholiken zu handeln, wenn möglich. Die Kumanen. Was wollen die von uns? Nichts, okay. Waren das jetzt die Mauren, die uns da angegriffen haben? Das macht ja gar keinen Sinn, oder? Jetzt bin ich ja mal gespannt, wer das war, wer uns da jetzt wieder den Krieg erklärt hat. Ikonion, die Kaufmannsgilde. Jo, das gefällt mir. Ereignis einer Seite. Okay, nichts Interessantes so wirklich. Wer ist denn das? Ach, das ist Venedig. Meidet ihr Ich habe den gerade gedacht, das wären die Feind? Mauren gewesen. In Korinth haben wir den Ballistenmacher abgeschlossen. Hier würde ich als nächstes gerne den Katapultmacher in Auftrag geben. Wir rekrutieren auch gleich noch eine Einheit Skutatoi. In Rhodos können wir den Hafen jetzt ausbauen. Auch sehr, sehr wichtig. Erstmal den Hafen und dann gleich auch noch. Ne, die Straßen haben wir ja schon. Erstmal den Hafen, genau, und dann gucken wir mal weiter. Ich denke, hier könnte man durchaus auch irgendwann mal noch. Ah ja, alles orthodoxe. Hier könnte man auch durchaus dann Kornmärkte bauen und so weiter. Ist an sich gar keine schlechte Idee, weil dann können wir nämlich hier vielleicht auch mal noch einen Händler rekrutieren, um dieses Wein, die Ressource dazu bekommen. Weil hier sind wir auch außer Konkurrenz und selbst wenn es nur 30, 40 Dukaten in der Runde sind, die sind sicher. Ikonion ist die Steinmauer ausgebaut worden. Jetzt möchte ich hier mal kurz gucken. Nur 200 gibt es. Das gefällt mir jetzt nicht so wirklich. Im Gegensatz zu dem hier 125 sind nur 75 mehr und kostet einen Haufen Geld. Ich denke, die Straßen werden wir damit erstmal besser bedient sein. Jo, auf jeden Fall. Können wir eigentlich die Steuern auch hier jetzt erhöhen? Ja, können wir. Sehr schön. Hier sind sie schon auf normalem Steuersatz. So, wenn wir jetzt hier eine Kaufmannsgilde haben, sollten wir vielleicht auch hier öfters mal Kaufmänner rekrutieren, soweit wir wieder können. Und nicht hier oben in Ankyra. Schau, das ist ja auch eine Stadt mittlerweile und das ist nur eine Kleinstadt. Also können wir hier auch nochmal einen besseren Markt bauen und so weiter. Oder sogar den Markt auch nochmal ausbauen. Deswegen sollte das dann unser Handelszentrum hier in Anatolien werden, würde ich sagen. Wobei natürlich auch andere Städte ruhig mal Dings bekommen können. Wie heißt Märkte, meine ich. So, hier die Rodung. Das denke ich auch mal an der Zeit hier. Genau, Adana ist der Hafen, nämlich das war hier. Siedlung belagert, Kingdom of Sicily. Unsere Schlachten lassen Gottes Gerechtigkeit Ja, ich walten. denke, unsere Armee ist hier gut gewappnet. Ich werde Bin euch gespannt, ob die ehrenhaft den Mut besiegen, haben, uns hier edler Feind. anzugreifen. Wir könnten natürlich auch mal noch zur Not, wo ist denn unsere andere Flotte, unsere andere Armee hier drüben, Ja, mein hier Herr. hoch und da mal nochmal landen. Aber eigentlich brauchen wir das nicht unbedingt. Ich denke, wir sind hier ganz gut Volle Segel. Wem gedeckelt. stehe ich gegenüber? So, jetzt mache ich mal kurz einen Quicksave. Ich will diese Schlacht hier nicht, Wollt ihr was nicht unbedingt loswerden wollen, selber spielen mein müssen, Herr? weil Seid wegen ihr drei bereit, Einheiten was lohnt sich das nicht aufzugeben? unbedingt. Aber
100 Mann, ja, da kann man mit leben von mir aus. Wir haben keine Gnade gezeigt. Sie haben sie nicht verdient. Hier könnten wir jetzt nochmal richtig Kohle rausholen. Machen wir auch. So, aber wir müssen auch wieder einige Sachen reparieren. Aber die erste Stadt hier in Sizilien gehört uns. Sehr schön. Ah ja, das Geld ist auch woanders reingesteckt worden jetzt, wie es aussieht. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier auf den niedrigen Steuersatz. Und bauen dann hier mal die Rodung aus. Erstmal, ich will hier dieses negative Bevölkerungswachstum raus haben, das gefällt mir gar nicht. Sowas. Dann versenken wir jetzt hier dieses Schiff endlich, sehr schön. So, dann können wir nämlich schon mal hier rüber schippern. Ich sehe leider nur nicht, wie viele Truppen da drin sind. Achso, sehe ich es. Also es sind schon einige mehr in der Stadt jetzt. Gut. Irgendwann mal müssen wir hier übrigens auch mal hingehen. Soll ich jemanden aufsuchen? Und einen Diplomaten dann hier nach Italien, nach Afrika schicken, meine ich. Und dann, sobald wir hier diese Städte erobert haben, diese drei, zwei hier noch, meine ich, dann den Friedensvertrag schließen zu können. Ja. Genau, das sollten wir dann auf jeden Fall auch mal angehen irgendwann. So, haben wir eigentlich Verträge mit England? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Frankreich ist nicht zufällig, doch, die sind mit England im Krieg. Nee, haben wir nicht. Ja, dann gehen wir doch mal da hoch. Bin unterwegs. Hier werde ich für die Nacht rasten. So, dann würde ich sagen, können wir hier mal nochmal hingehen. Das würde mich mal interessieren. Ah, nee, nur 10% Wahrscheinlichkeit. Okay, unser Attentäter ist draufgegangen. Das ist so traurig mit unseren Attentätern. Dann rekrutieren wir hier einen neuen. So, die Kumanen wieder wollen immer noch nichts. Ui, die Falminen haben jetzt schon eine Armee bei Antiochia. Ihr könnt es gerade da sehen. Ist natürlich krass. Ich glaube auch Antiochia und Edessa sind die letzten zwei Städte der Kreuzfahrerstaaten. Okay, also kein Grund zur Panik. Die Venezianer laufen nur durch unser Land durch. Bin ich ganz froh drüber. Wer ist das jetzt schon wieder? Herr, der Feind belagert uns. Was sollen wir tun? Hä? Was ist das bitte für eine fette Rebellenarmee? Alter! Die Narren belagern uns. Lasst sie nur kommen! Was ist das denn? Was ist das? Das ist nicht gut, Herr. Der Feind belagert uns. Rebellion in Bulgarien. Müde Steuern an fremde Herrscher zu entrichten, haben sich Bulgaren und Walachen entschlossen, sich gegen diese Herrscher zu rebellieren. Sie haben sich bewaffnet und die Siedlungen, die ihrer Ansicht nach rechtmäßig ihnen gehören, unter Belagerung gestellt. Was? Zum Henker. Also hier könnte man vielleicht gewinnen, je nachdem wie krass die Armeen sind. Hier in der Stadt, in der Burg und da oben in der Burg könnte man gewinnen. Adrianopel auf jeden Fall nicht. Das da haben wir nicht so wirklich Chancen. So gut, dann brauchen wir jetzt, müssen wir ein bisschen umdisponieren. Diese Armee kommt hier hoch. Also wir müssen hier in Sizilien jetzt bleiben. Wir können natürlich Sizilien auch nochmal aufgeben und uns nochmal zurückziehen. Die Frage, ob wir das wollen. Boah. Was ist denn los mit denen? Alter. Scheiße, scheiße. Das sind die ganzen belagerten Siedlungen. Oh, ein Kaufmann ist tot in Epiros. Oh, hier sollte man dann einen neuen rekrutieren. Das ist vielleicht auch schon mal wichtiger als der Attentäter. Baubericht. Thessaloniki, das Backhaus fertig. Ankyra, der Markt fertig. Syrakus, Steinmauer verbessert und so weiter. Okay, das ist natürlich jetzt hier echt eine richtige Scheißsituation. Also hier oben und hier, wie gesagt, könnten wir das vielleicht schaffen, auch gegen die Sizilianer. Ich hoffe, die greifen uns mal an. Ich würde eigentlich ungern einen Ausfall machen. Aber was mir gerade nochmal eingefallen ist, ich würde hier mal nochmal versuchen, gerne einen Waffenstillstand
Genau, okay, wunderbar. Wir können dann auch wieder Handelsrechte aufnehmen mit denen. Ich denke, wir können auch mal Karteninformationen verteilen. Und dann fordern wir vielleicht noch eine kleine Summe oder so, sodass sie es vielleicht schon noch annehmen werden. Ja, 1000 ist okay. Ich meine, das ist jetzt nicht so wirklich viel. Aber Unsere mir geht es ja auch Verhandlungen darum, sind hier zu wieder ein Ende. bisschen die Beziehungen zu verbessern und auch einfach zu sehen, wo die jetzt alles ihre Gebiete noch haben. Also, ja, man sieht es jetzt hier, haben schon noch ein großes Gebiet. Aber ich denke, hier passt es erstmal, wenn wir jetzt hier einen Friedensvertrag schließen. Wir haben eigentlich kein Interesse mehr zur Zeit, zumindest mit diesen Gebieten da hinten. Mein Herr. Wow, ich bin jetzt gerade echt leicht schockiert, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie wir das hier auf die Reihe bekommen. Vor allem, ob das oft passiert. Und auf der anderen Seite, gell, wir sind ja eigentlich echt gut mit diesen Gebieten hier umgegangen. Wir haben jetzt nicht so wirklich schlimme Sachen verlangt hier oder so, gell? Also, das muss man halt auch ganz klar sagen. Also bin ich Befehl, zumindest Herr. der Meinung. Gebt den Sondern es waren Befehl. einfach schöne Außenposten von oder schöne Burgen Lasst von mich uns, zuschlagen, die wir Herr. sogar ausgebaut haben und alles. Ja, das wird noch spannend auf jeden Fall. Byzantiner und Seldschuken, ja, genau, das sind wir. Ja, mit diesem, ich wollte eigentlich vorhin, bevor ich die Runde beendet habe, wollte ich sagen, boah, heute haben wir ja einen richtig tollen Part gehabt. Und haben einiges wieder erreicht oder haben jetzt hier unsere Offensive, unsere Invasionen gegen die Sizilianer angefangen. Aber diese drei Belagerungen, beziehungsweise mit Sizilien hier vier Belagerungen, die hauen mich jetzt gerade schon ganz schön weg. Also da muss man schon sagen, ich bin gerade Ja. ein bisschen in Straucheln geraten und ich hoffe, dass zumindest die Eure Armee hier Befehle? rechtzeitig da ist, um hier doch noch zu helfen, ohne dass die Stadt erobert wird. Ihr Das hasst wäre mich, halt echt sehr, sehr aber wir können wichtig. dich nicht besiegen. Ansonsten, ja, haben wir hier ein echtes Problem, gell? Ich hoffe, die greifen uns hier jetzt an, Ich die werde euch Sizilianer, dass wir ebenhaft hier dann besiegen, gewinnen. edler Ich hoffe, Feind. dass wir die beiden Burgen halten können. Auch wegen unseren beiden Generälen, die hier drinnen sind. Das muss man auch, darf man auch nicht vergessen. Wenn die weg wären, wäre das nicht so schön. Apropos, wie sieht es denn momentan aus? Ja, irgendwie kriegen die alle keine Kinder. Das ist echt eklig. Oder wollen nicht heiraten oder so. Selbst die, wo wir jetzt verheiratet haben, da läuft es irgendwie auch nicht so richtig bei denen. Naja, aber wir werden das nächstes Mal uns anschauen. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.